Moin moin meine lieben Retro-Freunde, ja, Marcel hier am Start und ihr seid herzlich willkommen hier bei uns auf dem Channel NES-Kommando zu unserer Gewinnerziehung vom Gewinnspiel, 1500 Abo-Gewinnspiel, das ist heute, das machen wir jetzt und ja, das finde ich richtig geil. Normalerweise machen wir das ja immer zu zweit, ihr seht, ich bin heute alleine am Start, kein Cyborg-Maniac oder so am Start, nee, der Dennis ist beruflich unterwegs und hat heute leider keine Zeit. Deswegen mache ich das hier heute mal ja, ganz entspannt alleine mit euch. Ihr hattet bis gestern Abend Zeit, bei unserem Gewinnspiel mitzumachen und richtig geil, richtig viele haben sich da ausgetobt in den Kommentaren. Ich zeige nochmal kurz, was es zu gewinnen gab. Ne? Vor dem Intro habt ihr schon gesehen, es gibt diesen NES-Style Musikmix auf Tape, ja, von uns zusammengestellt. Dennis und meine Lieblings-NES-Musik auf einem richtig schönen analogen alten Tape. Und ja, dann gab es natürlich noch dieses coole Repair-Kit und Pflegeset, ja, für eure NES oder Super Nintendo oder was auch immer für Sammlung, ne? Mit diesen ganzen schönen Werkzeugen und Ingredienzien, die eben in diesem Koffer enthalten sind. Diese beiden Preise gehen an ein und dieselbe Person. Und wir haben auch noch einen kleinen Trostpreis für den Zweitplatzierten, da schnacken wir gleich drüber. Zunächst jedoch möchte ich gerne noch mal kurz auf ein paar Kommentare eingehen und auf ein, ja, wie soll ich sagen, und auf eine kleine Schwierigkeit, vor die ihr uns gestellt habt. Die Regeln waren ja eigentlich klar. Ihr solltet, wenn ihr mitmachen wollt, einen Kommentar schreiben und euch ein Kommandovideo quasi wünschen, welches, das hat Dennis extra betont, welches in unsere bestehenden Formate passt. So, und wir haben jetzt über 100 Kommentare gekriegt und ihr habt euch da wirklich ausgetobt und euren kreativen Ideen da freien Raum gelassen. Und das finden wir auch sehr, sehr geil. Aber viele Ideen, die ihr so hattet, passen halt nicht in, ja, nicht in unsere aktuellen Formate. Und erst haben wir gedacht, naja, egal, wir nehmen halt alle mit rein ins Gewinnspiel, völlig egal. Bis uns dann so die Idee kam, naja, wenn jetzt jemand halt gewinnt, der irgendwas relativ pauschal ist, was vielleicht nicht in unser Format Angebot passt, vorgeschlagen hat, dann könnte es sein, dass sich irgendwie jemand, der sich genau an die Regeln gehalten hat, zu Recht ja auch irgendwie so ein bisschen beschwert. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir machen das knallhart. Nur die sind jetzt im Lostopf, ne? Lostopf in Form dieses formschönen Helms. Ja, das sind ungefähr so 40, knapp über 40 Teilnehmer, glaube ich, die, ja, die sich eben genau an die Regeln gehalten haben, Abonnent sind und einen Kommentar zu einem Kommando-Video-Wunsch geschrieben haben, welches eben auch in unsere aktuellen Formate passt, ne, NES Quick oder Pickups oder NES Live oder die Streams oder was auch immer. So, und ja, da haben eben ganz viele Leute mitgemacht und da ziehen wir gleich den Gewinner oder die Gewinnerin. Bevor das aber passiert, möchte ich euch nochmal ein paar von den geilen Ideen vorlesen, die jetzt aufgrund dieser Regeleinhaltung nicht in den Topf gekommen sind, aber trotzdem irgendwie geil sind. Zum Beispiel hat sich der Das Securum, der hat sich gewünscht, ein NES-Modul-Weitwurf-Wettbewerb. Ist natürlich eine geile Idee, passt aber natürlich so nicht mit unbedingt in unser Formatangebot. Aber gemerkt ist das trotzdem, ne? Also klar. Der CJ hat gesagt, er würde sich ein ausführliches Review wünschen zu meinem neuen MVS Consolized. Auch das finde ich sehr interessant, dass da viele geschrieben haben, oh, Neo Geo geil oder Arcade geil oder so, mach doch mal was dazu. Sehr, sehr interessant. Dann haben einige, einige wenige gemerkt, dass wir in einem sehr prominenten Game Room zum Gast waren letztes Mal. Das fand ich auch sehr schön. Der Telespiel Tobi, ne, da hat sich ein Video zu Spieleserien gewünscht, die auf dem NES ihren Anfang hatten, ne, außer diesen obligatorischen Mario, Zelda und so weiter. Vielleicht mal darüber hinaus. Ist natürlich auch eine richtig geile Idee, aber momentan haben wir eben kein Format, wo das so richtig zu passt. Ganz viele Leute haben sich Top-Listen gewünscht. Das finde ich richtig geil, dass unser Top-10-Listen-Format bei euch gut ankommt. Ganz viele haben auch gesagt, NES Quick ist so ein geiles Format. Das freut mich sehr, weil das auch immer so ein bisschen Herzensangelegenheit von mir ist. Und wir haben viele NES Quick-Wünsche bekommen. Also die sind alle notiert, ne, und werden jetzt nacheinander abgearbeitet. Zu NES Quick, dann geht es gleich mit der Verlosung los. Zu NES Quick noch eine kleine Sache. Übermorgen, am Mittwoch, bekommt ihr eine neue Folge NES Quick serviert. Und zwar ein bisschen anders. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, um das ein bisschen frischer für euch zu gestalten. Da guckt ihr am Mittwoch mal rein. Ich glaube, das könnte einigen sehr, sehr gut gefallen. So, jetzt geht es aber wirklich an die, ans Eingemachte hier, um die Wurst. Ne? Ich habe hier also alle drinne. Könnt ihr mir glauben, die sind alle schön gleich groß und gleich gefaltet da drin. Ich gucke auch nicht rein. Ich wühle jetzt hier einfach mal ein bisschen rum und popel mir einfach mal hier so einen raus. Und dieser eine Name, den ich jetzt ziehe, der wird also das Pflegeset gewinnen und das NES Musik Mixtape. So, jetzt habe ich hier einen Namen gezogen. Ich stelle den Rest erstmal wieder ab. Und dann schauen wir mal, wer hier gewonnen hat. Und zwar der Daniel Schumorek. Ne? Der Daniel Schumorek, könnt ihr lesen. Ne? Daniel, du hast gewonnen.
herzlichen Glückwunsch. Richtig geil. Schön auch, weil du jetzt gerade kürzlich noch reingeschaltet hast und einen Kommentar da gelassen hast. Ich weiß gar nicht mehr, was du dir gewünscht hast. Ich guck mal eben nach. So, da ist er. Herzlichen Glückwunsch zu 1500 Abonnenten, sagt er. Mein Vorschlag wäre ein NES Quick von RoboWarrior. Ja, RoboWarrior können wir auf jeden Fall gerne mal NES quicken. Daniel, du hast auf jeden Fall mit deinem NES Quick-Wunsch gewonnen. Und weißt du was, weil du der Gewinner bist, mein lieber Freund, werde ich nach der Folge am Mittwoch direkt mal eine Folge RoboWarrior dir zu Ehren hinterher ballern. Und das ist doch mal richtig nice. Du hast also gewonnen, ne? NES Mixtape und das Pflegeset, richtig geil. Melde dich bitte bei uns über eine YouTube-Nachricht. Du kannst einfach bei uns, wenn du auf unseren Kanal gehst, ne, da kannst du unter Info, kannst du dann so von dir aus gesehen rechts, kannst du auf eine Nachricht senden oder sowas klicken. Da kannst du uns eine PN schicken. Du müsstest allerdings auch selber dann PNs bei YouTube nachgucken und empfangen können. Das müssen wir über YouTube machen, weil dann eben die Identifizierung ja, von dir eben einwandfrei ist. Dann meldest du dich einfach bei uns, sagst, ey, Freunde, ich habe gewonnen, wie sieht's aus, her mit dem Gewinn und fertig ist der Lachs. Wenn der Daniel das jetzt nicht macht oder wenn er sagt, ich will das eigentlich doch gar nicht haben, dafür ziehen wir noch eine zweite Person, die dann sozusagen nachrückt, ne, ein Nachrücker. Und, achso, jetzt gucke ich da rein, das darf ich natürlich nicht. Ich muss natürlich, ja, ich mache das extra so, dass ihr das sehen könnt. Ein Nachrücker oder eine Nachrückerin. Und ja, diese oder diese Person wird dann eben den Preis bekommen, falls der Daniel sich bei uns nicht meldet. Falls der Daniel sich meldet, haben wir einen kleinen Trostpreis für diese Person. Diese Person ist der Monkey John. Ne? Der Monkey John, lieber guter Michael, ne, du bist also quasi der Nachrücker. Tut mir leid, dass es nicht ganz zum ersten Platz gereicht hat, aber der Daniel hat eben ein bisschen mehr Losglück. Falls der Daniel sich nicht meldet bei uns, Michael, meldest du dich mal oder wir melden uns bei dir. Und dann schicken wir dir einen schönen Trostpreis zu. Oder eben, falls der Daniel sich nicht meldet, den fetten Hauptgewinn. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles erledigt. Ich bin hier mit meinen Sachen soweit durch. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank für eure guten Wünsche, für eure Glückwünsche und für eure tollen Ideen. Ihr könnt euch sicher sein, alles, was in den Kommentaren steht, wurde gelesen. Alles, was in den Kommentaren steht, wurde auch irgendwie bei uns vermerkt, ne, in so einer Notiz, wo wir Ideen sammeln. Und der ein oder andere wird wahrscheinlich auch nochmal seinen Wunsch irgendwann in den nächsten Monaten erfüllt bekommen. So, das haben wir jetzt. Mittwoch gibt's NES Quick. Gegen Wochenende gibt es nochmal eine schöne Pickups-Folge mit dem Dennis und mit mir. Und ansonsten melde ich mich erstmal ab. Wir sehen uns ja eh demnächst bald mal wieder. Liebe Freunde, macht's gut. Vielen Dank fürs Mitmachen und tschaußen.